Freundin finden, die Top 4 Fehler, die fast jeder Mann macht. Nummer 1, Fehler Nummer 1, und das ist der größte Fehler überhaupt, ist, dass du kein Verständnis hast dafür, wie Beziehungen zustande kommen und du deswegen am Anfang viel zu viel Druck machst. Die meisten Männer machen am Anfang des Kennenlernens viel zu viel und verjagen damit die Frau sehr zuverlässig. Was meine ich mit viel zu viel machen? Und ich werde leider mal genauer darauf eingehen in den anderen Punkten. Damit meine ich, dass du dich ständig bei ihr meldest, ständig ein Treffen mit ihr ausmachen willst, ständig mit ihr schreibst, und auf ständig mit ihr schreiben gehen wir gleich nochmal genauer ein. Ich meine damit, dass dein Investment von Anfang an viel zu hoch ist. Und dazu musst du verstehen, dass es in den meisten Fällen so ist, dass das Investment der Frau am Anfang eher weniger ist. Und du hast sowieso schon den größeren Investmentteil. Also am Anfang eines Kennenlernens bist du als Mann meistens der, der sich um die meisten Dinge kümmern muss. Und je länger ihr euch kennt, je länger ihr euch datet und vor allem nachdem ihr das erste Mal miteinander geschlafen habt, kippt das Ganze so ein bisschen in die andere Richtung, sodass auch die Frau mehr macht, die Frau mehr investiert, die Frau öfter nach Treffen fragt. Aber das passiert eher im Verlaufe des Kennenlernens. Und das Problem ist, dass die meisten Männer hier am Anfang, wo sie natürlich sowieso schon einen großen Teil der Verantwortung tragen, nochmal viel zu viel Druck machen, also sage ich mal zu 100% investieren und der Frau überhaupt gar keinen Raum mehr lassen, irgendetwas machen zu können und sie komplett in die Ecke drängen und die Frau dann das Gefühl kriegt, mein Gott, ist dieser Mann bedürftig, dieser Mann scheint, das Wichtigste in seinem Leben scheint zu sein, dass er mich daten kann, und das ist halt keine besonders attraktive Sache, wenn dein Leben so gestaltet ist, dass es komplett abhängig von einer Frau ist. Denn die meisten Frauen wollen halt nicht deine zweite Mama sein, sondern einfach deine Partnerin, ne? Die Partnerin eines Mannes, nicht die Partnerin eines kleinen Junges. Deswegen solltest du am Anfang wirklich, natürlich, du bist derjenige, der sie anspricht, derjenige, der das Nummerntauschen einleitet, du bist derjenige, der dann auch vielleicht ein Date vorschlägt. All diese Sachen solltest du natürlich machen und da in Führung gehen, ganz klar. Natürlich kann sie das auch machen, macht sie aber in den wenigsten Fällen. Das kannst du gerne leiten, das ist kein Problem, das ist ja auch ganz normal. Aber darüber hinaus, sei dann einfach wirklich entspannt, schreib nicht ständig mit ihr, komme ich da noch genauer zu. Schlag nicht jeden zweiten Tag irgendwelche Dates vor, sei nicht immer verfügbar oder leg irgendwelche anderen Termine um, nur um die Frau zu sehen. Das ist alles Quatsch, das geht alles in die vollkommen falsche Richtung und sorgt einfach dafür, dass dein Investment viel zu groß ist und das Investment der Frau viel zu klein ist, und da kann einfach keine Anziehung entstehen und da kann auch kein gesundes Beziehungsverhältnis draus entstehen. Die zweite Sache ist, und ich habe es gerade schon gesagt, viel zu viel schreiben. Ich habe es gerade schon unter Punkt 1 zusammengefasst, aber zu viel schreiben, da möchte ich nochmal gesondert drauf eingehen, weil ganz viele Männer das machen und eine Sache nicht verstehen, denn das Schreiben ist nicht zum Kennenlernen da. Das Schreiben ist da, um Treffen auszumachen, nicht um sich kennenzulernen. Ich hatte neulich einen Kumpel, der mich angerufen hat und mich um Hilfe gefragt hat, weil er eine Frau kennengelernt hat, die er dann auch über einen Monat gedatet hat. Die hatten auch miteinander Sex, auch mehrmals, haben sogar Wochenenden zusammen verbracht. Aber dann ist das Ganze doch irgendwie kaputt gegangen und er war wirklich auch sehr traurig dann darüber. Und wir haben festgestellt, dass eine Sache, die er gemacht hat, ist ganz viel mit der Frau zu schreiben, wirklich auf fast täglicher, wir schreiben uns jede 5, jede 10 Minuten Basis. Und das Problem beim Schreiben ist nicht nur, dass auf der einen Seite die Frau dann das Gefühl kriegt, sag mal, hat der auch irgendwas anderes zu tun in seinem Leben, außer mit mir zu schreiben? Ne, das ist ja erstmal nicht so schlimm, aber auch schon keine gute Sache. Aber das große Problem vom Schreiben ist einfach, dass man sich über das Schreiben enorm schnell missverstehen kann. Und das ist einfach auch keine, es sollte nicht Millionen Sachen geben, über die ihr schreiben könnt, weil dann habt ihr nichts mehr, was ihr auf dem echten Treffen machen könnt. Dann ist die ganze Spannung, die ganze Vorfreude, die entstehen kann für ein Treffen, komplett raus, wenn ihr sowieso die ganze Zeit in Kontakt miteinander seid. Na, wie soll die Frau oder wie willst du dich denn auch auf das Treffen freuen, wenn ihr sowieso schon 24 Stunden unterbrochen miteinander schreibt? Na, also ich sag mal so, für jüngere Männer, die so im jugendlichen Alter sind, ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil dort ist es so, dass auch die Frau meistens den ganzen Tag irgendwie auf solchen Chatplattformen rumhängt und da schreibt man eben viel und da passt es so ungefähr. Aber je älter du wirst, desto weniger solltest du das machen, desto mehr solltest du davon Abstand nehmen, denn das spielt dir einfach überhaupt nicht in deine Karten. Ja, das zeigt einfach nur, wie wenig du in deinem Leben zu tun hast, wie sehr dein Fokus auf ihr liegt und
Man missversteht sich unglaublich schnell, man nimmt damit unglaublich viel Spannung raus, unglaublich viel Vorfreude raus. Und das sind ganz wichtige Elemente, die du benutzen möchtest, um eine schöne Beziehung aufzubauen. Ne? Weil du freust dich ja auch, wenn du irgendwie Freunde siehst, die du lange nicht gesehen hast. Aber es wäre halt nicht so, wenn du jeden Tag zu jeder Minute mit denen schreiben würdest. Ja? Du solltest auch nicht immer verfügbar sein für die Frau, sondern du solltest dein Leben schon so gestaltet haben, dass du auch was zu tun hast in deinem Leben und nicht, dass die Frau dein kompletter Lebensinhalt ist. Der dritte Kardinalfehler, den ganz viele Männer machen, ist, dass sie versuchen, die Frau zu beeindrucken oder sich für die Frau verstellen. Das ist einer der häufigsten Probleme, einer der häufigsten Gründe, warum Männer vom Anfang des Kennenlernens nicht in die Beziehung kommen, ist, dass sie sich verstellen oder dass sie sich für die Frau verändern. Und nichts ist unattraktiver, nichts sorgt schneller dafür, dass die Frau sich von dir entfernt oder sich zumindest denkt, dieser Mann ist auf jeden Fall kein Beziehungsmaterial als so etwas. Ich habe im gestrigen Video davon schon gesprochen, wo es darum geht, eine Frau verliebt in dich zu machen, dass eine der wichtigsten Sachen ist, dass du wirklich deine eigene Persönlichkeit mit reinbringst, dass du Spaß mit reinbringst. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dich zu verstellen oder es der Frau recht zu machen. Wirklich, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Nichts tötet Anziehung schneller ab als das. Ja, also nichts zeigt der Frau schneller, dass dieser Mann, dass du nicht richtig für die Beziehung bist, als wenn du das machst. Ja, du solltest lieber eine Frau verlieren, statt dich für sie zu verändern. Das ist ein Mantra, das kannst du dir gerne hinter deine Ohren tätowieren, das kannst du dir auf die Stirn tätowieren, dann weiß die Frau auch gleich Bescheid, wenn sie dich sieht, in welche Kategorie Mann du fällst. Verlier lieber eine Frau, anstatt dich für sie zu verändern, denn wenn du dich für sie veränderst, um sie zu behalten, das wird auf lange Sicht gesehen dir enorm schaden, dir persönlich, und wird auch die Beziehung, also die Beziehung wird eine sehr dysfunktionale, nicht gut funktionierende Beziehung sein und wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass ihr beide auf Dauer Probleme kriegt, auch gerade im psychischen Bereich, und dass du einfach niemals lernst, eine gesunde Beziehung zu führen. Das heißt, verändern für Frauen, Frauen irgendwas recht machen wollen, absolutes No-Go, heißt aber nicht, dass du nicht dir die Meinung einer Frau anhören kannst und auch ihre Meinung teilen kannst oder auch gerne dich von ihr überzeugen lassen kannst. Ja, das heißt jetzt nicht, wie so ein Nazi rumzulaufen und zu sagen, nein, 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 ich habe immer recht und immer meins und du, ich höre dir gar nicht richtig zu und nein, 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 ich lehne alles ab, was von dir kommt, weil ich bin der starke Mann. Das meine ich damit nicht. Du kannst gerne mit der Frau reden und wenn du merkst, hey, die Meinung der Frau ist tatsächlich, ja, sie hat recht, dann kannst du es auch gerne übernehmen. Aber hör immer genau in dich rein und gucke, okay, mache ich es gerade, um mir es recht zu machen oder sehe ich gerade wirklich, dass sie recht hat? Ja? Also nicht das eine Extrem, aber bitte auch nicht das andere Extrem. Und die vierte Sache, die immer wieder Probleme macht auf dem Weg zur Beziehung, ist, dass du als Mann die Frau verurteilst, dass sie vielleicht andere Männer trifft oder dass sie auch mit anderen Männern geschlafen hat. Na, also wenn du wirklich eine Art Jungfrau haben willst, die noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat, dann ist das ja okay, dann musst du halt diese spezielle Frau suchen. Aber ansonsten, und das machen viele Männer, ist es eine sehr tödliche Eigenschaft, Frauen für Dinge zu verurteilen, die sie mal gemacht haben. Ja, wenn sie sich öffnet, wenn sie dir dann erzählt, vielleicht von anderen Männern, die sie vielleicht auch gerade datet oder die sie, mit denen sie geschlafen hat, dann ist es ganz wichtig, dass du sie dafür nicht verurteilst. Du kannst natürlich die Entscheidung treffen und sagen, okay, eine Frau, die neben mir noch andere Männer datet, die möchte ich nicht sehen. Diese Entscheidung kannst du natürlich für dich treffen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber verurteile die Frau dann nicht dafür. Ja? Verurteile die Frau nicht für ihre vergangenen Erfahrungen, weil dann wird sie das Gefühl haben, von dir nicht angenommen zu werden, dass du enorm eifersüchtig bist, dass du enorm kontrollsüchtig bist und wird sich zwei oder mehrmal überlegen, ob sie mit dir in eine Beziehung gehen möchte, weil sie ja dann schon merkt, was für eine Art Mann du dann in der Beziehung wärst. Wenn du deine Frau vor dir hast, dann akzeptiere sie so, wie sie ist oder entscheide dich dafür, sie nicht in deinem Leben zu haben. Geh nicht mit der Idee daran, okay, ich verändere sie jetzt dahingehend, dass sie jetzt nur noch auf mich fixiert ist und nie wieder einen anderen Mann haben will, dass sie nie wieder mit anderen Männern redet, ich werde sie auch nicht in den Club gehen lassen alleine. Nein, absolut falsche Richtung, Kontrollrichtung, absolut falsch. Akzeptiere die Frau für die Erfahrung, die sie gemacht hat, für die Frau, die sie ist. Ansonsten wirst du sie unglaublich schnell verjagen. Wenn ich noch Sachen vergessen habe oder dir fallen noch Sachen ein, Fehler, die man machen kann auf dem Weg zur Beziehung, teile sie gerne, dass die anderen Leute auch was davon haben, dass die anderen Leute auch sehen, was man für Fehler machen kann. Wenn du Fragen oder Videovorschläge hast, gerne in die Kommentare. Ansonsten geil, dass du hier warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Online-Coaching kostenlos eintragen. Da kriegst du nochmal zusätzliche Infos, die du nicht hier auf YouTube bekommst und auch nicht im Podcast. Unten rechts in der Ecke geht es zum Video von gestern, wo ich dir zeige, wie du eine Frau unglaublich schnell in dich verliebt machen kannst, welche eine Sache dafür notwendig ist,
Wenn du es noch nicht gesehen hast, schau dort vorbei. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.